Vogel, der ist schon ein paar Jahre alt, 7 müsste die jetzt sein. Und die Milane sind bei uns heimische Vögel, die hier als Kulturfolger, beziehungsweise die Milane sind auch in der, als Schmarotzer Milane bekannt, als Schmarotzer heißt, dass sie andere attackieren und anjagen, die gerade Beute gemacht haben und somit sind sie ein wesentlich größere Beute zu finden, als sie selber jagen können. Selber jagen können die Milan maximal eine Maus, alles andere wäre viel zu langsam für. Der Milan hier ist einer unserer heimischen Vögel, allerdings sind die meisten Schwarzmilane jetzt nicht mehr zu finden, nicht mehr zu sehen, denn die sind schon unterwegs nach Afrika. Der Milan hier ist ein Zugvogel und der geht jedes Jahr noch bis nach Afrika. Ein anderer Vogel, das ist der Rotmilan, das ist der mit dem schönen großen V-Anstoß. Diesen sehen Sie auch ab und zu hier bei uns beheimatet. Die gehen jedes Jahr allerdings noch bis nach Frankreich. Ja. Man hört unsere Tiere hier rufen, dieses Rufen nennt man in der Zeichensprache Lahmen. Das machen die auch in freier Wildbahn mit ihren Eltern. Dort rufen und lahmen sie auch relativ lang. Solange sie von ihren Eltern gefüttert werden, müssen sie irgendwann selber jagen, verliert sich dieses Rufen, dieses Lahmen. Und die, wenn sie sich eben selbst versorgen. Bei uns werden sie zeitlebens versorgt, deswegen bleibt dieses Rufen, dieses Lahmen zeitlebens dabei. Der Milan hier ist ein Nahrungsgeneralist, das heißt, er kommt mit allem zurecht, was er irgendwo finden kann. Auch mit Kadaver, mit toten Tieren. Somit sind die Milane auch an Seen, an Gewässern, an Talsperren zu finden, denn dort sammeln sie ganz gerne auch toten Fisch von der Wasseroberfläche auf, um sich davon zu ernähren. Dass wir keine Fleischstückchen fangen, das ist antrainiert. Das kann der Milan nicht nur in seiner natürlichen Verhalten. Das haben wir denen beigebracht. Denn für Flugwild ist der Milan viel zu langsam und auch hier ein eigentlicher Segelflieger, der nur mit seinen 600 Gramm, 1,40 Meter Spannweite, natürlich auch mit wenig Wind und Muskelkraft natürlich gut vorwärts kommt. Die nächsten, die wir dazu fliegen wollen, das sind Falken. Wie können das? Und zwar sind das Luga-Falken. Luga-Falken kommen eigentlich aus dem indisch-asiatischen Raum. Unsere natürlich nicht mehr. Unsere sind schon hier aus unserer eigenen Zucht. Und Luga-Falken sind Schlagflieger, wie man schon sieht. Sie brauchen ständigen Flügelschlag, um sich fortzubewegen. Sie brauchen aber dafür keinen Wind, keine Thermik, um fliegen und segeln zu können. Die Falken hier jagen nur wild in der Luft. Also kleinere Vögel, andere Falken. Allerdings, wenn wir zum Beispiel den Luga-Falken uns hier anschauen, der hat noch ein relativ großes, breites Stoßgefieder. Und somit kann er noch relativ gut abbremsen, ist noch ein bisschen bändig. Im Vergleich dazu ist zum Beispiel unser heimischer Wanderfalke. Er hat eine Stoßgeschwindigkeit von bis zu 300 km/h. Der kann natürlich kaum noch Beute am Boden machen. Das wäre viel zu gefährlich. Der Luga-Falke hier hat eine Geschwindigkeit von 180 km/h. Wie funktioniert die Jagd von den Falken? Ganz einfach. Sie schlagen mit ihren Händen, mit ihren Füßen die Beute in der Luft kurz an. Diese geht in der Regel bewusstlos zu Boden. Der Falke geht hinterher und tötet dann mit einem ganz gezielten Nackenbiss. Dafür haben die kleinen Kerle eine Kerbe im Schnabel, den sogenannten Falkenzahn. Das ist kein Zahn, sondern liegt das nur eine Einkerbung im Oberschnabel, um dann einen Nackenbiss anzusetzen. Das heißt, wenn das hier Bisstöter sind, demzufolge gibt es natürlich auch Grifftöter. Dazu gehören alle Adler, Habichtsartigen, Bussardartigen und auch alle Eulen. Greifvögel beheimaten alle 5 Kontinente, allerdings nur 2 Arten sind wirklich auf jedem Kontinent zu Hause. Und das ist der Wanderfalke und der Fischadler. Alle anderen haben ihre ganz bestimmten geografischen Verbreitungsgebiete, wo sie vorkommen. Wir wollen jetzt gleich noch unsere größten Kollegen vorstellen.